Gabriel kommt aus Kerala in Indien. Vor 10 Jahren studierte er in Deutschland, einen Sommer lang. Auf einem Fest lernt er Maria kennen. Sie weiß, dass Gabriel nicht lange hier sein wird, dass eine Fernbeziehung nach Indien Irrsinn wäre. Aber um Vernunft geht es nicht. Ich habe mich sofort in sein Lächeln verliebt. Da hat es einfach sofort Klick gemacht. Und er war eben sehr weltoffen. Er ist wirklich belesen und sehr charmant. Ich sagte gleich zu meinen Freunden, schaut, wie hübsch sie aussieht. Sie liebt indische Musik, indisches Essen und die Menschen in Indien. Und sie studiert indische Kultur. Außerdem ist sie sehr liebenswert. Es ist super, mit ihr zu reden. Und wir haben viel gemeinsam. Nach 3 Monaten muss Gabriel zurück. Von da an trennen die beiden mehr als 7000 Kilometer. Es bleibt eine riesige Sehnsucht, viele Jahre lang. Sie ahnen noch nicht, wohin ihr Weg sie führen wird, wissen nicht, welche Krisen ihnen bevorstehen. Maria reiste nach Indien zu Gabriel. Sie blieb mehrere Wochen und kam im nächsten Jahr wieder und im übernächsten. Sie träumte davon, mit Gabriel zusammenzuleben. Doch längst hatten seine Eltern andere Mädchen im Visier. Passende Ehefrauen für ihren einzigen Sohn. Etwa 90% der Ehen in Indien werden von den Eltern arrangiert. Bitte denk daran, sagte meine Mutter, wenn du eine Freundin hast, bring sie nicht mit nach Hause und denke ja nicht an eine Heirat. Ich suche eine passende Ehefrau für dich. Gabriel verheimlichte seinen Eltern die Beziehung zu Maria. Viele Jahre lang ahnten sie nichts von seiner Freundin aus Deutschland. Noch hatte er Angst, sich den Wünschen der traditionsbewussten Eltern zu widersetzen. Meine Mutter geht jeden Sonntag in die Kirche. Da wurden ihr oft Mädchen für mich angeboten. Oder sie sah selbst eines im heiratsfähigen Alter. Dann fragte sie mich, interessiert sie dich? Sollen wir mit den Eltern reden? Und ich sagte nein. Dann schickte sie mir Fotos von den Mädchen. Ich sollte sie wenigstens auf Facebook ansehen. Die passende Ehefrau sollte aus derselben Schicht kommen und aus derselben Region. Gabriel aber hielt an seiner Liebe zu Maria fest, trotz aller Schwierigkeiten. Es war keine einfache Beziehung, denn viele Male sehnst du dich danach, direkt mit deiner Freundin zu reden, mit ihr zusammenzusitzen, ihre Hand zu halten und so. Und da reichen Laptop und Handy eben nicht. Wir dachten zuerst, das wird nur kurze Zeit so gehen, vielleicht ein Jahr lang. Hallo. Maria und Gabriel skypten damals mehrmals in der Woche. Ein Problem, der Zeitunterschied von 4,5 Stunden. Wenn Maria von der Arbeit kam, war es in Indien 10 Uhr abends. Manchmal schlief Gabriel dann schon. Es wird schwierig, wenn du anfängst nachzudenken. Macht das wirklich Sinn? Ich hätte Maria gern an meiner Seite gehabt, um meine Probleme mit ihr zu teilen. Nur zu skypen hilft da wenig. Eine Fernbeziehung zu führen ist immer schwierig. Maria und Gabriel kamen immer mehr an ihre Grenzen. Nach 7 Jahren Beziehung über 2 Kontinente wollten sie endlich zusammenleben und heiraten. Lange Zeit wusste nur Marias Schwester Anna von den Hochzeitsplänen. Dann wollte Maria auch mit ihrer Mutter Olga übers Heiraten sprechen, ihre Eltern einweihen. Ob sie einen indischen Schwiegersohn akzeptieren könnten? Aus dem Freundeskreis kannte man Horrorgeschichten von Männern, die Frauen ausgenutzt und sich dann verdrückt hatten. Was magst du noch zum Essen, Marie? Ja, hast du unten Joghurt oder so Quark da? Habe ich tatsächlich. Ja, ich Joghurt. 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 Aber was für einen? Dahinter? Der ist zu fertig. Nein. Schon immer fand Olga die jahrelange Fernbeziehung ein bisschen eigenartig. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Ihr seht euch nicht, wie ist es? Du kannst nicht mal mit ihm so ganz normal Kaffee trinken oder so. Und man sieht sich überhaupt nicht. Also ich als Mutter konnte ich das nicht nachvollziehen. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass sie sich von weiter weg jemand gesucht hat. Wenn sie jetzt jemand um die Ecke hätte, wäre es nicht Maria gewesen.
Und Maria wusste genau, was sie will. Gabriel so bald wie möglich heiraten. Und dann stehst du, da stehst du richtig unter Schock. Und ich habe gedacht, oh je. Ich habe einfach gesagt, dass ich ihn schon immer geliebt habe. Und das einfach, das hat sich einfach nie geändert über die Zeit. Und dass er einfach der Richtige ist. Natürlich, wenn sie sich entscheidet. Und meine Maria macht sowieso das, was sie möchte. Sie lässt sich da auch nirgends reinreden oder irgendwas. Und wenn sie den Weg geht, dann klar, kann sie von jeglicher Hinsicht mit Unterstützung von mir rechnen. Marias Vater Alex hatte Angst, seine Tochter zu verlieren. Es war halt, dass nicht er zu uns kommt, sondern sie dahin geht. Und dann ist das ja, für die Eltern ein bisschen. Immer die Eltern wollen, dass die Kinder okay, ein Stück weiter wohnen, aber nicht unbedingt jetzt, dass man, wenn man besuchen will, muss 11.000 Kilometer fliegen. Das war natürlich. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn sie Kinder bekommen, wenn sie Enkelkinder haben, dann sehe ich vielleicht mal einmal im Jahr, wenn es so kommt oder so. Und das, ja, das ist natürlich das, was man sich nicht unbedingt wünscht. Meine Mutter hatte auf jeden Fall Bedenken, weil ja, einfach gerade so der kulturelle Unterschied zwischen Indien und Deutschland ist dann extrem groß. Und ja, dass dann der Mann hierher zieht, auch erstmal keinen Job hat, vielleicht einem auf der Tasche liegt. In Indien hatte Gabriel damals eigene Probleme. Eine Liebesehe ist hier nicht erwünscht. Sie widerspricht der indischen Tradition. Aber auch Gabriel musste seine Eltern einweihen. Sie sind Christen und strenggläubig. Sie waren beide überhaupt nicht glücklich. Meine Mutter weinte und sagte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was werden die Leute sagen? Und die Verwandtschaft? Wie kannst du so etwas nur tun? Maria versteht nichts von unserer Sprache, nichts von unserer Kultur, nichts von unserem Essen. Es gab sehr viel Drama. Das Drama dauerte 1,5 bis 2 Jahre und jeder weinte und schimpfte. In Indien war das wirklich schwierig. Es war unglaublich, wie viele Leute auf mich eingeredet haben. Leute, die ich nicht einmal richtig kenne, kamen auf mich zu und haben gesagt, wie entsetzt sie sind. Sie fragten, wie kannst du das nur deiner Mutter antun? Sie weint jeden Tag. Sie wird älter und sie leidet so sehr. Ich hatte immer wieder Zweifel. Wenn jeden Tag 100 Leute auf dich einreden, das ist nicht richtig, was du machst. Lass dir einen Rat geben. Schon als ich aufgewachsen bin, habe ich nicht an die arrangierte Ehe geglaubt. Mich hat schon damals gewundert, wie zwei Menschen, die sich nicht kennen, zusammenleben können. Ich glaube, dass du, bevor du heiratest, deine Partnerin kennen solltest. Denn es geht um dein Leben. Du wirst das ganze Leben zusammen verbringen. Und wenn du an die falsche Frau gerätst, dann leidest du vielleicht dein ganzes Leben. Egal was passiert, ich bleibe dabei. Ich habe es entschieden und ich stehe dazu. Gabriel besuchte Maria in Weingarten. Sein Studium hatte er abgeschlossen, einen Job in Indien gefunden und lange für die Reise gespart. Gabriel hatte sich Großes vorgenommen. Er wollte Marias Eltern um die Hand ihrer Tochter bitten. Allerdings sprach er noch kein Wort Deutsch. Die beiden erinnern sich gut an die Situation. Ich war etwas aufgeregt. Ich musste ja diesen deutschen Satz auswendig lernen. Wir haben ganz lang mit dem Satz geübt. Und er wollte es einfach nur loswerden, aufgrund auch eben der Schwierigkeit der deutschen Sprache dann, genau. Ihr Vater kam mir etwas streng vor. Es ging um seine Tochter und er wollte prüfen, ob dieser Typ, der da kommt, der Richtige für sie ist. Ein bisschen Vorahnung war schon. Und Marie hat gesagt, sie kommen uns besuchen, ja, und vielleicht möchten sie mit uns reden und so. Und da habe ich gedacht, oh je, da ist bestimmt. Also reden einfach so wird bestimmt nicht. Damals hatten Marias Eltern immer noch Zweifel. Doch dann kamen Maria und Gabriel mit ihrem lang vorbereiteten Anliegen. Okay, Mama, Papa, Gabriel und ich möchten euch was fragen. Ja. Genau. Hallo Mami, hallo Papi, ich bin heute hier, um die Hand eurer Tochter anzuhalten und hoffe, ihr gebt uns euren Segen. Ja. Du sagst ja, oder? Ich sag ja. Den Segen der Eltern bekamen sie.
Und Marias Eltern haben von da an eine große Sorge weniger. Maria und Gabriel wollen in Deutschland leben. Ich bin von einem anderen Land hierher gekommen, an diesen komplett anderen Ort. Also habe ich schon einige Ängste, wie alles funktioniert und wie sich alles entwickelt. Aber sie unterstützen mich wirklich sehr. Sie sagen, mach dir keine Sorgen über irgendetwas. Nimm dir Zeit. Marias Mutter Olga kam vor vielen Jahren aus Kasachstan nach Deutschland. Auch sie führt eine interkulturelle Ehe. Ob sie Gabriels Sorgen nachvollziehen kann? Ich verstehe schon, Gabriel, wenn man in ein anderes Land kommt, wie wir vor fast 30 Jahren, sage ich jetzt mal, mit zwei Koffer und zwei Kindern. Und da denkst du mal, oh. Und wenn ich jetzt sehe, was bei uns alles entstanden ist und wie wir jetzt, was wir alles haben. Und deswegen habe ich zu ihm auch gesagt, es kommt alles im Leben. Man muss nur wollen, man muss Geduld haben, man muss alles langsam machen. Und dann wird es wirklich alles. Alles kommt, aber langsam. Aber erst einmal musste Gabriel zurück nach Indien. Um in Deutschland zu leben, brauchte er ein Ehevisum. Noch hatte Gabriel viel Zeit bis zur geplanten Hochzeit. Doch es gab riesige bürokratische Hürden für ein solches Visum. Gabriel und Maria ahnten nicht, dass ihr Traum platzen würde. Im oberschwäbischen Weingarten organisierte Maria die Hochzeit allein. Schon lange hatte sie Geld gespart und einen Kleinkredit aufgenommen. Es blieben noch 7 Monate, um die Formalitäten zu regeln. Die deutschen Behörden schickten Checklisten für Urkunden und Zeugnisse. Sie forderten Dokumente, die es in Indien nicht gibt. Ja, aber dann soll das Oberlandesgericht mir doch auch sagen, wie ich das jetzt besorgen soll. Mit Hilfe der Amtshilfe können Sie das doch überprüfen lassen. Aber Sie haben doch die einzelne Erklärung von der Mutter. Wer soll mir das jetzt nach 30 Jahren das alles umschreiben? Ja, wo soll ich denn jetzt vom Mann hinschicken, zu welcher Behörde? Obwohl es in diesem Merkblatt zur formellen Überprüfung steht für Karnataka und Kerala. Für jedes Problem gibt es ein Büro und eine Telefonnummer. Die deutschen Behörden verlangten ein Ledigkeitszeugnis von Gabriel. Die größte Hürde. Erst wenn alle Dokumente akzeptiert worden sind, würde das Oberlandesgericht über den Fall entscheiden. Das Warten war eigentlich mit Abstand das Schlimmste. Weil man gibt Originale ab, man weiß nicht, was mit denen passiert. Ja, es sind einfach Monate und Monate vorbei und man denkt sich, das kann einfach nicht wahr sein. Ich ging zu 3 oder 4 Behörden und fragte, gibt es hier so ein Dokument? Und man sagte mir, nein, wir kennen sowas nicht. Wenn Sie verheiratet sind, können wir Ihnen eine Heiratsurkunde geben. Aber wenn Sie nicht verheiratet sind, können wir das nicht beweisen. Die Zeit bis zur Hochzeit wurde knapp. Gabriel hatte immer noch kein Ehevisum, das er zur Einreise nach Deutschland so dringend brauchte. Viele originale Urkunden waren irgendwo zwischen Deutschland und Indien unterwegs. Nichts schien mehr voranzugehen. Maria und Gabriel wollten ihre letzte Chance nutzen und beantragten ein einfaches Touristenvisum. Einen großen Teil ihrer Freizeit verbrachten beide damals mit Behördengängen. Maria und ich hatten einen großen Streit. Sie sagte, jetzt geh zu einem Amt und lass dir das ausstellen. Ich sagte, es gibt kein Amt, das mir bescheinigt, dass ich Single bin. 2 Wochen vor der geplanten Hochzeit sitzt Gabriel in Indien fest. Wenn das Visum nicht rechtzeitig genehmigt wird, platzt die Hochzeit. Es wäre ein Albtraum. Maria erinnert sich noch gut, was passiert ist. Damals will sie nichts dem Zufall überlassen. Sie probiert eine Hochzeitsfrisur aus und ein besonderes Make-up. Doch dann scheint sich alles gegen sie zu wenden. Auch das Touristenvisum für Gabriel wird abgelehnt. Die deutsche Botschaft hat es ihm verweigert, ohne einen Grund anzugeben. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Dann musste ich habe ich erst mal die Mutter angerufen, habe gesagt, so sieht's aus. Wir können jetzt auch nichts mehr machen. Und ja, also wir müssen einfach alles absagen, habe ich ihr gesagt. Er wird definitiv nicht einreisen können mit keinem Visum und ja. Schock komplett, weil es ist ja dann auch eine finanzielle Sache, ja, das ist einfach mal, das sind mehrere 1000 Euro,
die einfach für nichts weggehen. Und ja, das war eigentlich natürlich war für uns, weil wir das auch relativ den größten Teil selber finanziert haben für die Hochzeit, für uns natürlich auch schwierig dann, ja. Maria sagt allen Gästen ab. Sie storniert sämtliche Termine. Im Standesamt, in der Kirche, im Restaurant. Dort allerdings besteht der Wirt auf 50% des entfallenen Umsatzes. Es war sehr traurig, sehr deprimierend. Ich hatte auch meinen Job gekündigt. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Plan war ja, herzukommen. Gabriels Freunde haben ohne Probleme ihr Visum bekommen. Ihre Flüge sind längst gebucht. Sie reisen nach Deutschland. Maria beschließt, sie einzuladen. Sie gibt 7.000 Euro aus, die sie für die Hochzeit gespart hat. Auch Maria hat geweint und war so enttäuscht. Das Schlimmste war, wir wussten ja überhaupt nicht, wie es weitergeht. Eine furchtbare Situation. So vieles schien gegen ihre Liebe zu sprechen. Die große Entfernung, die unterschiedlichen Kulturen, die Eltern, die sich die Schwiegertochter anders gewünscht haben. Am Ende ist es die deutsche Bürokratie, die schwerer zu überwinden ist als 7000 Kilometer und alles andere. Ich hatte echt Angst davor, was passieren würde. Würde ich nie ein Visum bekommen? Bedeutet das, dass ich nie mit Maria zusammenleben kann? Es war eine sehr schwierige Situation für mich. Es gibt eine Feier ohne Bräutigam. Irgendwie übersteht Maria diesen Tag, den sie am liebsten nie erlebt hätte. Ein Jahr später. Es gibt Grund zur Freude. Gabriel ist endlich in Deutschland und Maria mitten in den Vorbereitungen zur Hochzeit. Super, gell? Schön. Ich weiß, hat sie toll gemacht. Ja. Gabriels Ehevisum ist nun doch genehmigt worden. Warum, weiß keiner. Nicht weinen, Mama. Ich weine schon einen Monat davor. Ich weiß. Sehr hübsch. Sie weiß ganz genau, was sie anzieht, welche Farbe, welche Farbpalette oder sonst noch was. Und also das macht sie ganz toll, ja. Sie ist schon bei uns was Besonderes. Schön, ja. Wirklich toll gemacht. Die Augen sind genau, was ich wollte. Wie ist es mit den Lippen? Finde ich gut. Ich finde es nicht zu hell. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Ich hoffe, dass diesmal geht nichts mehr schief. Es darf nicht, ne? Wir haben jetzt schon wirklich fast, sage ich jetzt mal, alles geplant und alles durchgegangen und alles gemacht. Und der Bräutigam ist ja da. Das ist ja das Wichtigste. Gabriel ist jetzt da, ja. Letztes Mal, ja, hat jetzt halt nicht so geklappt, aber ist halt schade. Soll ich probieren? Mhm. Oder so, genau. Sie probieren schon. Soll ich hier ziehen? Oder also, ne? Ich glaube, am schlimmsten war es, ich fand für ihn, also er war wirklich am Boden zerstört. Und das fand ich, also für mich war das traurigste Moment. Diesmal soll die Feier fröhlich werden. Sie kommen ja von oben runter. Wir haben dann sonst den Außenbereich für den Aperitif oder hier dann im Innenbereich. Okay. Buffetstrecken müssen wir noch mal mit dem Serviceleiter abklären. Okay. Im Normalfall haben wir hier das klassische U, das wir haben. Das heißt, im Normalfall wird hier ein oder zwei Garderoben. Vorbesprechung mit der Restaurantmanagerin. Nichts soll mehr dem Zufall überlassen werden. Ob diesmal alles klappt? Olga wird die indische Verwandtschaft bei sich aufnehmen. Gabriels Eltern haben ihre erste Fernreise vor sich. Meine Eltern sind so aufgeregt. Sie schicken mir jeden Tag Fotos und zeigen, was sie bei der Hochzeit anziehen könnten. Sie fragen mich, geht das? Und ich sage dann, das ist perfekt. Sie packen und planen und kaufen sich dauernd neue Sachen zum Anziehen. Gabriel hat sich viel vorgenommen. Er möchte so bald wie möglich einen Job finden. Alles hängt davon ab, wie schnell er Deutsch lernt. In einem Sprachkurs lernt er, Bewerbungsgespräche zu führen und die passenden Worte für alles andere. Gabriel, er hat was für uns vorbereitet. Vor letzten sechs und sieben Monaten, ich habe viele Bewerbungen. Und erstmal, die Gespräch war am Telefon. Eine Stunde, wir haben gesprochen über meine Erfahrung in Indien mit diesem Job und alles. Und dann, jetzt hat. Ja, ich will nur wissen, warum bist du nach Deutschland gekommen? Meine Frau ist ein Deutscher und ich komme nach Deutschland. Ja, für Liebe.
Ja, das ist die Liebe. Der Liebe soll diesmal nichts mehr im Weg stehen. In einer Woche werden Gabriel und Maria heiraten. In Marias Zwei-Zimmer-Wohnung beschäftigt sich Gabriel mit ungewohnten Aufgaben. Sein Alltag hat sich stark verändert, während Maria weiter als Produktionsassistentin arbeitet. Ja, in Indien gibt es viele Leute, die machen alles für dich, vielleicht putzen und Auto waschen oder so. Aber hier in Deutschland, man muss alles selber machen. Und ich finde auch, es ist gut, aber ja, manchmal schwierig, ja. Das einzige Problem, was wir eigentlich haben, ist eben der Platzmangel für zwei in der kleinen Wohnung. Aber sonst, ich war eigentlich auch überrascht, dass es so gut alles geklappt hat, obwohl ich eigentlich auch jemand bin, der alleine lebt und auch gerne alleine alles bestimmt zu Hause. Ich bin auch sehr empfindlich, wenn es gerade um so Dekoration und Einrichtung geht. Und ich sag mal, Vorsicht mit der Tasse und Vorsicht mit dem Teller. Maria ist viel entscheidungsfreudiger, als Gabriel es von indischen Frauen kennt. Sie ist ein bisschen dominant. Ich bin eigentlich auch so. Aber jetzt bin ich hier und ich weiß, es ist gut zu tun, was sie sagt. Weil sie ist wirklich gut. Beide wissen, dass eine interkulturelle Ehe eine Herausforderung ist, dass es Stress und Probleme geben könnte. Und sie sind entschlossen, sie zu bewältigen. Gabriels Eltern aus Kerala auf dem Weg nach Oberschwaben. Zum ersten Mal sind Lilama Vargis und Baby Pipi außerhalb von Indien, in einer fremden Welt. Hier wird ihr Sohn leben, 7400 Kilometer weg, im weit entfernten Deutschland. Er hat sich gegen die indische Tradition gewendet und gegen ihre Wünsche. Ihre Sorgen und Ängste sind noch spürbar. Wir hoffen, dass wir immer mit unserem Sohn in Kontakt bleiben, auch wenn er nicht in Indien lebt. Ich möchte ihn nicht verlieren. Das wäre das Schlimmste für mich. Gabriels Eltern haben nur eine Wahl, irgendwie die Entscheidung ihres Sohnes zu akzeptieren. Was sie bei einer schwäbischen Hochzeit erwartet, wissen sie noch nicht. Der große Tag. Auch Gabriels engste Freunde sind zur Hochzeit gekommen. Sie leben in Dubai und Indien. Gleich beginnt die kirchliche Trauung. Nun sollte wirklich alles klappen. Ob die indischen Gäste zurechtkommen mit den deutschen Konventionen? Ein aufregender Tag für alle. Ich bin auch direkt ohne Ende. Ich habe noch nicht geweint. Ich habe mir vorgenommen, gleich morgen früh zu weinen. Aber ich habe nicht geschafft. Und jetzt, wenn es kommt, dann kommt bestimmt. Ja. Nein! Vor drei Tagen waren sie noch in Indien. Heute begegnen sie allem Fremden mit Haltung. Jetzt, wo es ernst wird. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Es sind ja alle hier und ich hoffe sehr, sie können es genießen. Eine binationale Ehe ist eine Chance, glaubt Gabriels Freund Ranga. Es ist sicher eine Herausforderung. Aber jede Herausforderung macht dich stärker und schweißt zusammen. Es gab so viele Schwierigkeiten und Hindernisse vor ihrer Hochzeit. Aber je härter du an deiner Beziehung arbeitest, desto stärker wird die Bindung. Und das, was du dafür brauchst, ist die Liebe. Sie macht es perfekt. Die größte Barockkirche Deutschlands, die St. Martins Basilika in Weingarten. Gabriels Eltern sind Christen. Und trotzdem ist alles fremd für sie. Ein Kulturschock. Olga versucht, die indischen Gäste mit schwäbisch-russischer Herzlichkeit aufzufangen. Was Gabriels Eltern hier erleben, ist seltsam für sie. Es widerspricht ihren Traditionen. In Indien kümmern sich die Schwiegertöchter um die Schwiegereltern. Eine Art Generationenvertrag. Es sollte nicht sein. Olga wird Maria und Gabriel in ihrer Nähe haben. Sie werden in Deutschland bleiben, längerfristig.
Nehmen Sie den Ring, das Zeichen Ihrer Liebe und Treue, stecken Sie ihn an die Hand Ihres Bräutigams und sprechen Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Reichen Sie nun einander die rechte Hand. Nach allem, was Maria und Gabriel erlebt haben, soll es nun märchenhaft für sie weitergehen. Die Erwartungen sind groß. Endlich sorgenfrei sein und glücklich. Und ein bisschen festhalten lässt sich das Glück vielleicht ja doch. Fotoshooting in Friedrichshafen am Bodensee. Fast alles wird heute anders laufen als in Gabriels Heimat. Hochzeiten in Indien werden ausufernd gefeiert. Es kommen Hunderte, manchmal auch mehrere tausend Gäste. Eine Feier nach deutscher Tradition erlebt Gabriels Schwester Feba heute zum ersten Mal. Es gibt schon große Unterschiede zwischen unseren Kulturen. Inder sind schon konservativer. Hier ist alles viel offener. Sie küssen sich in der Öffentlichkeit. Und vor allem, sie lieben sich. In Indien trinken wir keinen Alkohol mit unseren Eltern. Wir umarmen und küssen uns nicht vor allen. Aber als wir nach Deutschland kamen, haben wir gemerkt, wie großzügig die Menschen hier sind und wie herzlich. Deshalb ist das in Ordnung. Viel schwerer fällt es Gabriels Eltern, die Dinge zu akzeptieren. Schließlich bin ich die Mutter. Er hat mich verlassen. Wir haben nur einen Sohn. Ich sagte zu ihm, du kannst Maria heiraten, aber bitte bleibe in Indien. Das war leider nicht möglich. Aber Marias Familie ist toll. Maria und Gabriel glauben, dass sich ihre Eltern in den letzten Monaten schon ein bisschen verändert haben. Meine Mutter fragt mich jetzt immer, machst du genug im Haushalt? Koche was für Maria, wenn sie von der Arbeit kommt. Sie ist mehr um Maria besorgt als um mich. Sie fragt gar nicht mehr mich, wie es mir geht, sondern geht es Maria gut? Ist sie glücklich? Sie strahlen so viel Liebe, so viel Glück und so viel Geborgenheit. Also das ist wirklich, ich bin die glücklichste Mama auf dieser Welt. Und vielleicht können Gabriels Eltern die Liebesheirat am Ende doch noch akzeptieren. Als unabänderliches Schicksal. Alle Herausforderungen, die wir hatten, sind jetzt vorbei. Wir verstehen uns wirklich gut. Ich verstehe mehr von der deutschen Kultur und wie die Dinge hier laufen. Sie versteht, wie die Dinge bei uns laufen. Ich hoffe, von jetzt an wird alles glatt gehen. Ob ihr Leben tatsächlich ruhiger laufen wird? Ihre Liebe muss sich nun im Alltag beweisen. Ravensburg, 5 Monate später. Maria und Gabriel haben endlich eine größere Wohnung gefunden, nur 4 Kilometer von Weingarten entfernt. Allerdings hat Gabriel noch immer keinen Job. Seit Monaten ist er auf der Suche. Einige Angebote haben sich zerschlagen. Mittlerweile sucht er in ganz Deutschland. Schatz? Gabriel hat im Marketing für ein Hotel gearbeitet. Jetzt hofft er auf einen ähnlichen Job, vielleicht im Vertrieb. 150 Bewerbungen hat er schon geschrieben. Bisher ohne Erfolg, trotz seiner guten Ausbildung und der guten Wirtschaftslage. Okay, super. Ja, es ist sehr wichtig, so einen Job zu finden, weil ich möchte hier arbeiten. Und ich habe einen Deutschkurs auch gemacht, aber mein Deutsch ist nicht so fließend. Deshalb suche ich einen englischsprachigen Job, vielleicht mit asiatischem Markt oder englischsprachigem Markt und so. Noch zahlt Maria fast alles allein. Die Miete, das Auto und die Urlaube. In Indien hatte Gabriel einen gut bezahlten Job. Inzwischen aber denkt er ans Aufgeben.
Ich habe viele Firmen beworben und viele haben auch nichts zurückgeschrieben. Das ist immer ein Stress, dass vielleicht ich finde gar keinen Job hier und dann ist es immer ein Problem, weil ich kann nicht immer zu Hause sitzen und so. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwer werden, weil ich habe gedacht, in großen Städten wie Berlin oder Frankfurt oder so gibt es viele Optionen und man kann einfach. Aber es ist nicht so einfach, ja. Deshalb habe ich vielmal gesagt, soll ich zurückgehen vielleicht in Indien. Eine Lösung für beide wäre auch das nicht. In Indien hätte Maria kaum Aussichten, einen Job zu finden. Als Ausländerin bekäme sie keine dauerhafte Arbeitserlaubnis. Ich habe ja auch lang gesucht und deshalb habe ich auch zu ihm gesagt, du such dir einen Job, der zu dir passt, weil irgendwas kann man ja immer machen, aber das wollen wir ja nicht. Er soll irgendwas, was zu seinem Profil passt, zu seiner Ausbildung passt und es dauert einfach Zeit. Es gibt manchmal Phasen, da kommt jeden Tag irgendwas Interessantes, es kommt Phasen, da kommt wochenlang nichts. Wie so oft ist es nicht das einzige Problem, das Maria und Gabriel bewältigen müssen. Besonders ärgerlich war die Sache mit der Hochzeitsreise. Die Fahrten nach Wien und Budapest waren längst bezahlt, die Zimmer gebucht. Doch dann lief wieder alles anders als erwartet. Gabriels Schwester Feba kündigte völlig überraschend ihre Hochzeit an. Sie wollte ihren neuen Freund heiraten, genau zum Zeitpunkt der geplanten Reise. Vor allem Gabriels Mutter machte unmissverständlich klar, was sie erwartete. Maria und Gabriel sollten nach Indien fliegen und ihre Hochzeitsreise absagen. Ich war halt überwiegend, ja, wie soll ich sagen, war einfach sauer, weil in Deutschland macht man das so nicht. Das hat auch keiner verstanden von meiner Familie, die waren total geschockt. Schließlich gab Maria nach. Sie stornierte Bahnfahrten und Hotels. Die lang ersehnte Hochzeitsreise platzte. Ich habe ganz viel gestritten mit Gabriel, weil ich habe gesagt, ich verstehe alles, in Indien wird das so gemacht, aber ich bin halt keine indische Frau, die dann bei allem, okay, machen wir es so, sagt, sondern das hätte man mit uns auch absprechen sollen. Das war einfach so, ja, so einen über den Kopf hinaus entscheiden und einfach davon ausgehen, dass man alles stehen und liegen lässt und sofort hinfliegt. Maria und Gabriel flogen nach Indien. Von Bangalore wollten sie weiter in den Süden Indiens, nach Kerala. Doch dort gab es die schlimmsten Überschwemmungen seit 100 Jahren. Straßen und Schienen unbefahrbar, Flüge gestrichen. Sie kamen nicht weiter. Das Schlimme war, dass wir gar nicht dann dort waren. Und die Hochzeit fand ohne uns statt. Ja. Es war einfach schade. Wir sind von so weit hergekommen und dann saßen wir da sozusagen fest. 3 Monate später. Gabriel hat endlich einen Job gefunden. Allerdings 800 Kilometer entfernt von Ravensburg in Hamburg. Ich weiß, dass das ein Hafen-City und ja, es ist ein wunderschöner Start, habe ich gehört und ich habe ein bisschen gelesen und es ist schön dort und so. Aber ja, das ist erstmal und dann schauen wir mal. Ja, ich bin ein bisschen nervös, ja, und ja, das ist ein neuer Start, neue Leute. Und neue Firma, alles ist neu. Es ist auch ein guter, interessanter Job. Schauen wir mal, wie alles geht. Und ich bin sehr froh. Erst einmal wird Gabriel allein nach Hamburg ziehen. Nur wenn er die Probezeit übersteht, kommt Maria nach. Auch bei ihr gibt es große Neuigkeiten. Maria ist schwanger. Überraschend schnell werden Gabriel und sie eine Familie gründen. Aber das ist nicht die einzige Überraschung. Marias Frauenärztin hat beim Ultraschall etwas entdeckt, womit Maria nicht gerechnet hat. Sie hatte erst mal nur eins entdeckt und dann hat sie dann alles ausgemessen und meinte, alles sei gut. Und dann hat sie so ein bisschen rübergeschwenkt und dann plötzlich war ein zweites da. Ich habe schon gesehen, bevor sie was gesagt hat. Und dann meinte sie so nur so, ja, ich gucke mal, ob noch ein drittes da ist. So, bitte nicht, bitte kein drittes. Nee, es waren dann Zwillinge.
Mein Handy war da auf dem Tisch während der Arbeit und ich habe 10-mal geguckt, habe sie angerufen oder nichts. Und dann sie hat angerufen nach dem Termin. Ich war auch, oh mein Gott, so kriegen wir Zwillinge. Maria sagt, ja, kriegen wir Zwillinge. Und dann, mein Gott, okay, das war eine große Überraschung. Ich war so, was? Ja, ja, aber das war gut. Ich war sehr froh und Maria war auch. Und dann am Abend haben wir zu Eltern gesagt und alle waren, mein Gott, das ist super, super. Super Nachricht und dann wir freuen uns. So, ja. Für Maria ist es schwieriger, sich einfach nur zu freuen. Wie würden sie mit zwei Babys zurechtkommen? Niemand in ihrer Familie hat bisher Zwillinge bekommen. Gabriel ist weit weg und die Schwangerschaft verläuft unangenehm. Und dann ab Weihnachten ging es eigentlich nur noch bergab. Ich hatte extreme Übelkeit und Geruchsempfindlichkeit, Erbrechen. Und ja, man steht einfach auf und einem ist einfach schlecht von morgens bis abends. Man ist total so ratlos, was man eigentlich machen kann, um, damit es einem besser geht. Weil egal, was man tut, es geht eigentlich einem nie besser. Hamburg, die neue Heimat von Gabriel. Wenn alles gut läuft, wird Maria in 8 Monaten nachkommen mit den beiden Babys. Gabriel ahnt, was für eine Herausforderung es sein wird, Zwillinge großzuziehen. Bald wird er eine größere Wohnung brauchen. In seinem Einzimmer-Apartment wäre nicht genug Platz für 4 Personen. Bei der Familienplanung sind Maria und er durchaus beeinflusst worden von Gabriels Mutter und ihren Erwartungen. Meine Mutter hat gesagt, dass nach 30 ist es immer schwierig für Frauen. Deshalb musst du nicht warten jetzt und schnell ein Baby machen. Es ist fast ein Jahr, dass du geheiratet hast und so. Und deshalb musst du schnell ein Baby machen. Und letzte Weihnachten hat meine Mutter zu Maria gesagt, jetzt sind sie 2 und bis nächste Weihnachten sollen sie 3 sein. Gabriels Mutter rät, Maria solle Beruf und Karriere zurückstellen. Maria aber stellt sich das anders vor. Sie möchte nach einer Babypause wieder als Produktionsassistentin einsteigen. Gabriels neuer Arbeitsplatz liegt in der Hamburger Innenstadt. Er hat bei einem großen internationalen Unternehmen einen Job gefunden. Jetzt muss er sich in einen völlig neuen Bereich einarbeiten. Die Firma bietet weltweit Daten und Statistiken an. Gabriel ist für den südasiatischen Raum zuständig. Er betreut Kunden aus Indien, Sri Lanka oder Pakistan. In einem Projektteam entwickelt er neue Ideen fürs Marketing. Am Anfang habe ich viel Gedanken, dass ich muss gut arbeiten und mit dieser Probezeit alles gut gehen. Und dann, wenn ich so die Firma gekommen habe, dann habe ich gesehen, dass die Firma ist auch toll und die Leute sind sehr toll. No, this is specifically in Indian market. What I meant is like other cities like Delhi. Gabriel möchte beweisen, was er kann. Er will unbedingt die Probezeit in der Firma bestehen. Jeden Tag ist ein schöner Tag. Ich muss nichts denken, oh Mann, heute muss ich zur Arbeit gehen. Es ist nicht so, weil ich denke, dass heute kann ich noch wieder zur Arbeit gehen und es ist immer Spaß hier. Ja. Allerdings, wenn Gabriel und Maria sich sehen wollen, müssen sie 9 Stunden durch Deutschland fahren. Ich brauche ganz einen Tag zu dort gehen und in unserem Ruck brauche ich fast 2 Tage. Ja, und deshalb, ja, es ist ein bisschen schwierig, aber ja, es geht ja für ein bisschen Zeit, ja. Für 6 Monate oder so ist es okay. Dass er sich in Hamburg wohlfühlen würde, hat Gabriel erst einmal bezweifelt. Viele haben zu mir zum Beispiel in Süden gesagt, dass die Leute in Hamburg oder im Norden sind sehr, kalt oder nicht so freundlich und so. Aber das stimmt gar nichts hier. Ja, alle sind so freundlich und so hilfbereit immer. Man kann immer jemand so etwas fragen und alle sind bereit zu helfen. Auch in zum Beispiel im Supermarkt. Und es ist gar kein Problem hier, so ein Ausländer zu sein zum Beispiel. 4 Wochen haben sie sich nicht gesehen. Gleich wird Gabriel endlich nach Ravensburg kommen. Vermissen doch so sehr, weil hat auch viel geholfen. Und jetzt ist halt wieder so ganz seltsam, alleine zu sein, wenn dann keiner zu Hause ist, wenn man nach von der Arbeit kommt. Ja.
Maria will nicht mehr nach Hamburg fahren, solange sie schwanger ist. Immer noch ist ihr ständig übel. Immerhin gibt es von Gabriel gute Nachrichten. Er hat die Probezeit bestanden. How are you, Jenny? Good. Yeah, it was long way. Nur 2 Tage kann Gabriel in Ravensburg bleiben. Die knappe gemeinsame Zeit wollen beide nutzen, um Babysachen zu besorgen. Sie brauchen einen Kinderwagen, Kleidung und Autositze. Alles in doppelter Ausführung und doppelt so teuer. So, was da schön praktisch ist, ist der Ganki 2. Da kann man notfalls auch mal mit einem Kind fahren. Okay. Ich kann ihn aber auch erweitern für einen Zwillingswagen. Das Ganze dann hier entsprechend ausziehen, damit ich dann den Platz für die 2 Mäuse habe. Nur ein spezieller Kinderwagen passt in Marias Auto. Wird dann die 2. Wanne aufgesetzt. Und hab das Ganze dann so als Zwillingswagen. Wir kommen da auch ganz gut über Feldwald, Wiesenwege. Okay, alles klar. Super. Wir sind eh mehr so Stadtmenschen von dem her. Mit dem Walfisch noch und diesem süßen. Ja. Ja, das wird total passen zum Hamburg. Ja. Yeah. Schau mal dort, schaut auf der Packung. 100 Euro. 84. Ah, 85 und das kostet 135. Maria will die Babys in Ravensburg zur Welt bringen und in den ersten Monaten bei ihren Eltern leben. Eigentlich ist, glaube ich, der Umzug nach Hamburg erstmal vorab das Stressigste. Ja. Es ist ja generell schon mit Umzug stressig. Dann bin ich noch jetzt allein in Ravensburg, muss alles zusammenpacken dort. Dann noch die Distanz Ravensburg-Hamburg. Es ist nicht so, dass ich da um die Ecke irgendwie umziehe. Also ich glaube, der Umzug ist, glaube ich, auch für den habe ich am meisten Angst. Wie stark ihr Leben sich mit Zwillingen verändern wird, können sich Maria und Gabriel noch nicht vorstellen. Womöglich wird wieder manches anders laufen als geplant. Man denkt immer und alle sagen auch, der Zwillinge, oh, das ist viel Arbeit und das ist viel. Ja, Kinder sind immer viel Arbeit am Anfang, Zwillinge oder Einzelkind oder so. Aber ja, wir können zusammen, Maria und ich kann alles zusammen. Wir haben viel, wie heißt, erlebt in unserem Leben. Ja, wir haben mit diesen alle Papiere und zu Deutschland zu kommen, hier neue Arbeit zu finden und alles. So. Ja, zusammen können wir das machen. Es ist gar kein Thema. Ja. Wieder einmal führen Maria und Gabriel eine Fernbeziehung voller Sehnsucht. Diesmal aber hoffentlich zum letzten Mal.